Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Peacemaker, das ist 7 Days to Die PS4 und wir sind noch immer im Krankenhaus. Es dauert schon viel zu lang. Blöde Kuh, stirb. Wir haben aber was vor. Schau, jetzt, Susi, da rennen die Minen rein, bitte. Sei nicht so blöd und mach's wie deine Haberer. Ja, der rennt auch vielleicht in die Minen rein. Nein! Was bist denn du für eine? Da geh weiter da. Nein, hupf. Na, schau. Jetzt versucht die über den Scheinwerfer zu hupfen. Haha. Susi? Schaffst du das? Geht's? Kommst voran? Was? Wer ist da noch? Ach Gott, da hat's noch wer reingeschafft. Gehen wir wieder runter. Wir haben einen Plan. Wir gehen unser drittes Moped holen, das ich am Anfang verloren habe. Das vergessene Moped sozusagen. Das holen wir uns wieder. Dann haben wir drei. Dann können wir Verkehrsanbindungen basteln. Ah, die Susi ist jetzt tatsächlich in die Minen gerannt. Das war sehr brav von ihr. Was? Na, entweder du stirbst oder du lässt es bleiben, ha? Jetzt ist er ruhig. Jetzt hat er Angst, dass ich ihn sehe. Der war schön. Der war wunderschön. So, so viel dazu. Dann schauen wir mal. Also, wir holen das Moped, habe ich gesagt. Das ist ein Stückerl weit weg. Das ist da hinten. In der Strahlungszone, da steht's. Und das holen wir uns. Das heißt, wir müssen das alles da zu Fuß gehen. Da werden wir kurz reinschauen. Ich glaube, das ist eine Tankstelle. Können wir vielleicht was brauchen? Und wir werden uns Benzin einstecken. Damit, falls das Moped leer ist. Mein Strahlenanzug muss ich auch anziehen. Nein, ich nehme ihn nur mit, weil sonst schwitze ich wieder alle 5 Minuten. Der stirbt ja immer gleich an Überhitzung. So. Da ist mein Strahlenanzug. Was kann ich da lassen? Die Militärhandschuhe kann ich da lassen. Ja, das sollte ich alles mitnehmen. Das Pferd lasse ich auch da. Ich habe ja die Armbrust. Nein, habe ich nicht. Wo ist meine Armbrust? Den kann ich auch da lassen. Den nehme ich sicherheitshalber mit. Den nehme ich mit. Schaufel nehme ich mit. Wasser muss ich noch einstecken. Munition ist ganz wichtig. Und ich haue es trotzdem da rein. So. Die können wir auch kombinieren da mit denen. So, dann ist da wieder mehr Platz. So, den Hammer nehmen wir sicherheitshalber auch mit. Rakete brauche ich einen Raketenwerfer? Nein, den lassen wir da. Den lassen wir hier. So. Ich glaube, das war's. Das gehen wir nur daher zum Werkzeug. So. Und das Essen gehen wir da in die Reihe. Nein, da kommt der Strahlenanzug. Das lassen wir da. So, dann einmal den Anzug mitnehmen. So. Und vielleicht, eventuell, habe ich da was? Nein, das ist alles in der anderen Basis. Ja, da zurückfahren zahlt sich jetzt aber nicht aus. Das heißt, wir schauen kurz weg. Die sind nämlich wichtig. Na. Ja, oh ja, eigentlich gar keine so schlechte Idee, aber das habe ich daher. Die drei nehmen wir am Anfang. Und die zwei. Und dann haben wir noch eins im Reserve im Menü drin. Aber das tun wir jetzt nicht drunter.
So. Dann brauche ich eine Armbrust. Wo habe ich die? Die müsste ich doch haben. Die müsste doch irgendwo sein. Wo habe ich die hingelegt? Bin ich gestorben mit der Armbrust in der Hand? Boah, aber warum ruckelt das so? Ah ja, genau, warum ruckelt das so? Apropos ruckeln. Ich bin drauf gekommen. Leer. Nix. 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 Okay, ich bin drauf gekommen. Es gibt Neuigkeiten von Update auf der Konsole, nämlich. Die haben sich gemeldet und haben gemeint, jetzt sei es bald soweit. Aber ja, warum eigentlich nicht? Was ist das? Altkunststoff. Ja, scheiß drauf, nehmen wir auch mit. Okay, aber die Armbrust finde ich nicht mehr. Ja, das nehmen wir auch, das nehmen wir auch. So. Ja, und die haben gesagt, dass da jetzt möglicherweise tatsächlich irgendwas im Laufen ist. Ich meine, das erzählen sie ja eh schon seit gut 4 Jahren. Nö, so gesehen. Ah, habe ich da meine Armbrust rein dann? Nein. War ja klar. Alter, was mach ich? Macht nichts. Da haben wir auf jeden Fall das Klo. Nein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So, da haben wir den Altkunststoff rein. Und da haben wir die Tabletten und das Verbandspackerl rein. So. Ja, und die haben gesagt, dass da eben jetzt bald was kommt. Ich bin gespannt. Alle sind gespannt, was man so liest. Ich werde versuchen, dass ich das, was ich gelesen habe, irgendwie verlinken kann. Wenn da nichts steht, nicht böse sein. Dann habe ich es einfach nicht geschafft. So, Armbrust brauchen wir noch. Armbrust. Ah ja. So. Also wie gesagt, ich versuche das zum Verlinken. Weil das klingt schon recht interessant, was die da so zum Erzählen haben. Beziehungsweise, ich muss ehrlich zugeben, ich verstehe nicht ganz, was die da geschrieben haben. Ja. Also das ist, da steht zwar, dass die sich gemeldet haben und dass das jetzt bald kommt. Aber mehr steht auch nicht. Da steht nicht wann. Und der was das reingestellt hat, spielt über den PC. Aber die PS4-Version. Bleib liegen. So. Wow. Na. Depperter Hund, depperter. Ah, Blödsinn. Kommen da noch mehr Hunde? Ja, da ist noch einer. Pfah. Jetzt reicht's mal aber. Jetzt fahr ich die schweren Geschütze auf. Ist das überhaupt was? Wenn es was war, dann ist jetzt nichts mehr. Was ist das für ein Scheiß? Warum lebt die noch? Blöde Kuh. Hat der Panik das Licht abdreht. Na, das ist ja mal ein richtiger Kack, oder? Ja, und vielleicht.
wenn's ein Update bringen, dann werden solche Sachen sicher nicht mehr vorkommen. Ja, da kannst du noch so stark sein. Schau dir den an, was der für Schwein hat. So ein Arschloch. Und? Steht der jetzt schon wieder auf, oder was? Nein, der hat nur Zuckungen. Die letzten Zuckungen vom grünen Waldförster Ferl. Ferl. Aber da muss ich ja eigentlich gar nicht rein, ne? Nein, wir gehen weiter. Straight to the Moped. Lasset uns gehen und Zombies töten. Das reimt sich nicht ganz, ich weiß. Einmal. Schau, sie schaut nach ihr. Oh nein, Schwester, wieso bist du gegangen von uns? Oh nein. Ja, mit Zombies kann man es ja machen, ne? Und, Batsch. Ich hasse es, mir analog zum Ziehen, sage ich ganz ehrlich. Was hat denn der? Nix. Da denke ich mal, schauen wir mal nach, was da drin ist. Aber das haben wir ja nicht nötig. Wir sollten aber nach... Oh. Achso, ich habe gerade einen Hundi-Zombie. Wir schauen nach, ob wir eh richtig gehen. Ja, alles Palette, wir gehen weiter. Servus! Ah je, daneben. Das Land der kriechenden Zombies. Schau, dem habe ich gleich beide Asteln abkackt. Lauf, Hirschi! Aber dich will ich nicht töten. Ich brauche kein Wild. Schmeckt man nicht. So, so viel dazu. Gehen wir weiter. Servus Hirschi. Bauarbeiter-Zombie. Holzfäller-Zombie. Genau in Solarplexus. Noch einer. Ah, das war voll daneben. Schau, der kommt nicht rüber. Lähmung? Ich hab den voll abknallt. Bachort. Ah, ich bin ein Socken. So ein Socken. Ich hab's übertrieben. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Wie kann das sein? Das war ja echt jetzt blöd. Gut, glücklicherweise müssen wir nicht alles wieder neu und scheiße und Pimpeldreck. Nein. Wir machen so, wir machen so. Und holen uns unsere Waffen zurück. Warte mal. Vielleicht war das mit der Armbrust gar keine so gute Idee, ha? Huh? Zumindest die Sprengpfeile. Nein, wir nehmen uns eine Pistole. Eine Pistole nehmen wir uns. Die bewirkt zwar nicht viel, aber mit der kann man besser schießen als mit der Magnum, die wir uns ins Inventar legen. So, drei Taschenlampen brauchen wir auch. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So.
Die Magnum lassen wir derweil so. Die nehmen wir nur zur Not. Das ist unsere Ersatzschrotflinte für den extremen Nahkampf. Während wir zum Moped gehen, ist es aber nicht nötig. Ich nehme die Maschinenpistole auch, weil die einfach super ist. Jetzt müssen wir uns wieder die ganzen. Ah, und Tank habe ich vorhin auch vergessen, dass wir uns einstecken. So. Sonst kommen wir mit dem Moped vielleicht eventuell dort nicht weg. Und was kaufen wir noch? Wir kaufen noch für den Fernkampf ein Scharfschützengewehr. So machen wir das. So, jetzt werden wir das zusammensetzen. Machen so, zack. Und abschließen. Dankeschön. Nächstes. Zack. Nein, ja. Zack, zack. Und abschließen. Dankeschön. Nächstes. Zack. What the fuck? Ah ja. Und passt. Abschließen. Dankeschön. So. Wer das erledigt, jetzt müssen wir noch alle Waffen nachladen. So, und schon sind wir wieder unterwegs Richtung Moped. Moped. So. Wie gehe ich am besten runter? Genau, so wie immer. Zack, 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 zack und Sprung. So. Ich habe nämlich die Minen nur in die Einfahrten gelegt, was ich mich erinnern kann. Deswegen kann ich da ja durchs Grüne gleich durchgehen. So, wir wechseln aber auf die Pistole für den normalen Kampf. Hier ist sie, schöni. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder alle Zombies da. Aber macht nichts. Die haben sich so angeboten. Ich konnte nicht widerstehen. Ich wollte sie unbedingt Meier machen. Meier machen. Und darum Verzeihung. Wirklich. Ich nehme nie wieder. Oh ja. Ich nehme schon noch die Sprengbolzen, aber nur wenn ich Basis verteidigen muss oder so. So, meine Ausdauer geht flöten. Uah! Ich habe einen ganz wichtigen Scheiß vergessen. Und zwar. Wir müssen ja auch was trinken. Ne? War der Blödsinn ohne Wasser? Trinken wir auch gleich einen Schlucki. Ah, das tut gut. So, da tun wir gleich einmal ein Zombie-Meier machen. Mit an Heddinger. Sehr schön. Checken wir die Gegend ab. Checking, checking. Schaut, der Scheiß ist noch immer da. Was für ein Schwachsinn. Okay. Gut. Wir können wieder aufstehen. Steh auf. Passt. Weiter geht's. Nein, wisst's was? Ich schneide das Video jetzt. Ich breche jetzt ab und wir sehen uns dann in der Nähe vom Moped wieder. Ich lasse euch das jetzt nicht da. Ich renne ja nur durch die Gegend. Bis gleich. Angekommen. Da waren ein paar Holzfäller, waren ein bisschen deppert. Da ist die Strahlungszone. Da vorne steht unser Moped. Ich hoffe, die Batterien sind nicht leer, aber das Licht brennt. Also rein theoretisch sind sie nicht leer. Ich muss nur immer schauen, ob da eh kein Holzfäller kommt. Da rennen nur viele Holzfäller herum da. Passt, passt, passt. Passt. So, dann ziehen wir unseren Strahlenanzug an. Nehmen unsere Medipacks. Aha, die habe ich vergessen zum Nehmen. Scheiße.
Drei sollten reichen, oder? Ja, ich schätze mal, drei reichen. Gehen auf diese welche und beeilen uns. Passt, wir haben unser Moped wieder. Die Batterien sind fast leer. Das passt schon. Nichtsdestotrotz werden wir trotzdem nachtanken, weil ich habe ja vor... Ich habe ja was vor. Blöder Sack. Ich habe nämlich vor, wohin zu fahren. Und zwar will ich da nach unten. Nicht nach oben, nach unten, da die Straße entlang und dann weiter runter, weil da habe ich noch gar nichts aufgedeckt und das wäre halt interessant, was da auch ist. Ob da auch irgendwo eine Stadt ist. Ach so, warte, den Strahlenanzug können wir eigentlich wieder ausziehen. Zieh aus den Strahlenanzug, sonst schwitzt du wieder was zusammen. Wo sind meine Stiefel? Verdammt. Habe ich die Schutzanzugstiefel die ganze Zeit an? Aha. Okay. Da habe ich aber richtig warme Füße wahrscheinlich, ha? Huh? Also ich kann da jetzt keine Schuhe irgendwo entdecken. Okay. Passt. So, das heißt, wir fahren da jetzt links. Und schauen mal, was da so zum Schauen gibt, ne? Und ob da was zum Schauen ist. Hinunter ins Tal. Oh ja. Wie genial. Ah ja, Steigen wir hinab, töten den Zombie. Ah, kommst du her, Zombie, mach ich die Kabute in die Köpfe. In die Köpfe geschossen. So. Ah, ah, eine Weggabelung. Un momento, prego. Ich werde dir den Kopf zerballern. So, bleibst du gut liegen? Danke. Schau, jetzt schaut er mich an. Warum hast du das getan, Johnny? Na. So, schauen wir gleich nach. Schauen wir mal nach. Ja, wir nehmen den Weg. Stimmt's? Passt. Dann fahren wir weiter in die Pampa. Noch ein Zombie. Da ist schon wieder ein Zombie. Wir müssen unser Werk vollrichten und die Gegend da von denen befreien, obwohl die immer wieder spawnen. Also macht es eigentlich gar keinen Sinn, aber wir machen es trotzdem.
Bist du? Ja. Dann da vorne haben wir noch die Susi. Ist das die Susi? Susi. Ciao, Bella. Witsch. Ich glaube, da hinten hat sich was bewegt. War das ein Bär? Ich hoffe es nicht. What the? Ah, da oben. Der Tarnzombie, hä? Spasti. Der Spasti ist das. Spasti. Jawohl, wunderschön in seinen Spasti-Schädel rein. Und? Sicherheitshalber. So, weiter geht's. Vorsicht, weil ich glaube, da kommt irgendwoher dann ein Bär. Der macht mir dann das Leben schwer. Und ich frage mich nur, wo kommt denn der daher? Hey, da war schon wieder ein Zombie, den habe ich übersehen. Den habe ich glatt übersehen. Ey, Bruder, was geht? Hoppala, das war daneben. So ein Sack. Hani den nicht trifft. Was? Servus. Tschüss. Tschüss mit Ü, ciao mit Au, schau genau im TV. Wir sollten uns heilen, gell? So. Da vorne ist noch einer. Ja, was soll denn das? Was ist da? Ist das eine Ruine? Eine Festung? Ein Stützpunkt? Nein, da vorne kommt das verbrannte Gebiet. Der war so schön, aber er lebt noch. Deswegen Kopf weg. Passt. La 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 la, setzen wir uns hin da und fahren weiter. Ja, wie wunderbar, das war doch klar. So, da müssen wir aber aufpassen und da drinnen werde ich nicht jeden Zombie Meier machen, weil da ist urneblig. Ich kann mich erinnern. Do you remember? So. Aber ich möchte doch nicht ins Strahlengebiet reinkommen. Ich hoffe mal, dass das nicht geht, solange ich auf dieser Straße bleibe. Oder auf dieser Straße bleibe. Scheiße. So, ich glaube, da können wir jetzt kurz runtersteigen und auf die Karte schauen. Wow, da ist düster, ich schwöre. Zappenduster. Schnell ein Blick auf die Karte. Nein, wir bewegen uns weg vom Strahlengebiet. Wir sollten vielleicht umdrehen und die Straße nach unten fahren. Das werden wir machen. Wir drehen um. Aber bleiben auf der Straße. Ich denke mal, die wird jetzt nicht direkt ins Strahlengebiet reinführen. Fliege. Fliegen wäre ein Hammer, ha? Ich meine, natürlich kann es auch sein, dass sie direkt ins Strahlengebiet reinführt, ne? Ich hoffe es halt nicht. Ich sehe nix. Es ist so nebelig. So trüb. Es ist so trüb. Warum ich nicht sehe, das ist der Grund. Das reimt sich nicht.
Was für ein Chaos. So, wartet, ich steig wieder ab. Ui, da ist viel los. Ja, passt, noch sind wir nicht im Strahlengebiet. Wiederschauen. Lieber immer wieder schauen, wieder schauen. Ein Wohnwagen Dings, ne? Wie sagt man? Siedlung, Wohnwagensiedlung. Da ist verstrahltes Gebiet. Ich erkenne es. Na, wenigstens wissen wir das jetzt. Jetzt ändert sich das Wetter. Paranormales Wetter. So, bla 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 bla. Nein. Ja. Gut, passt. Da ist wieder Strahlengebiet. Gut, das heißt, wir können eh nur die eine Richtung fahren. Da ist die Wohnwagensiedlung und hinter der Wohnwagensiedlung habe ich einen kleinen Weg erkannt. Jawohl, da ist er. Der Weg, den ich sah. Und mir wurde klar, wie wunderbar das war. Ja. Ja, ich weiß, du wirst sterben und deswegen kommst extra zu mir, damit ich dir eine erlösende Kugel durch den Kopf jage. Aber, mein lieber Freund, so viel Munition will ich jetzt nicht aufbrauchen. Obwohl, das hätte man ruhig machen können. Oh, wir sind in der Westernstadt. Interessant, das heißt, rein theoretisch kommt da jetzt dann so ein Graben, eine Schlucht da irgendwo. Und da unten ist eine voll geile Burg, die wir uns einverleiben könnten. Weil Zombies rennen da auch genug herum, muss ich mal sagen. Also ist euch das aufgefallen? Nein, das ist eine andere Westernstadt anscheinend. Da ist nirgends ein Graben. Der sollte nämlich da schon zum Sehen sein. Okay. Dann halt nicht. Tja, das Wüstengebiet. Das haben wir eh noch nicht erforscht gehabt. Schauen wir, ob ich den Graben finde. Wir könnten schauen, ob ich den Graben finde. Eine Abzweigung. Oh nein, die Entscheidung fällt mir schwer. Schauen wir auf der Karte nach. Wir fahren wieder in die Strahlungszone. So wie es ausschaut. Ja, wir nehmen den Weg, den rechten wieder. Was höre ich da? Eine Schurkin. Daneben. Das hat so weh, dann, dass ich einen Millimeter rüberrutschen muss. So. So, die anderen sind noch weit genug weg. La! Wie der sich immer raufsetzt aufs Moped. Als hätte er sich über irgendwas gefreut. Yeah, ich kann Moped fahren. Ich würde viel lieber mit dem Motorrad fahren. Das, was in der Alpha 18 gibt. Yeah, mit dem hätte ich gern fahren. Aber auf der PlayStation, ne? Und mit der Grafik von der Alpha 18. Yeah, die hätte ich gern sehen. Aber auf der PlayStation, ne?
Ist gar nicht möglich. Bin immer ziemlich sicher. Aber ein paar Updates können sie ja ruhig rausbringen, ne? So die kleinen Ruckler weg. Vielleicht ein bisschen an der Grafik herumschrauben, was halt geht. Vielleicht neue Zombies dazu. Sie müssen ja nicht mit der Alpha 18 übereinstimmen. Es können ja auch irgendwelche Zombies sein, ne? Weiß ich nicht. Die Strahlenzombies zum Beispiel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so schwer ist, dazu zu programmieren. Oder. Schau, da ist eine Straße auch, aber wir nehmen den Hauptweg. Batterie lädt sich auch schon langsam auf. In solche alten Häuser will ich nicht rein. Warum? Wenn man da eh nichts findet. Was mache ich da drin? Also nichts Brauchbares halt. Ich meine, oh ja, wenn ich jetzt... wenn die jetzt ein Update rausbringen würde... Strahlungszone weg von da. Ich habe mir es aber fast gedacht. Also wenn die ein Update rausbringen würden, würde ich ja ohne Cheats ganz neu anfangen. Ne? Aber was ich so gelesen habe, ist das echt... Ich meine, die Nachricht siehst, jetzt habe ich vergessen drüber zu reden. Wie kann sowas sein? Na, auf jeden Fall, die haben geschrieben, dass das für die neue Generation Konsolen jetzt dann nie wirklich bereit gewesen wäre, sondern eigentlich für den PC. Was auch der Grund wahrscheinlich ist, warum das so Arsch geworden ist, ne? Also Arsch, ich spiele es ja eh selber gern, aber wenn man sieht, was geht und dann sieht man, was man hat, ist das halt, wie sage ich das am besten? Scheiße enttäuschend. Und dann hätte man halt auch gern so zusätzliche Sachen, Waffen oder so, ne? Oder Zombies zusätzliche, 109 Grad. Also 109 Fahrenheit, 109 Grad, da wären wir schon, was der, kochendes Blut. Trinken wir was vielleicht? Naja, viel Durst hat er nicht. Ah, haha. Ich weiß, was wir machen. Wir nehmen uns einen Cowboy-Hut. Pflanzenfaser Cowboy-Hut. Den werden wir sogleich aufsetzen, weil dann wird uns nicht so heiß. Passt. So, zwecks kompletter Karte tun wir natürlich da auch aufdecken. Ah, das wird der Hauptbestandteil sein von der heutigen Folge. Wir decken die Karte auf. Ich glaube, so werde ich die Folge nennen. Karte aufdecken. Ah, schau, eine Villa. Mhm. Sehr interessant. Was? Nein, das ist keine Villa. Das ist irgendein... Irgendwas war das einmal. Polizeirevier, Rathaus, Firma, irgend sowas. Ja, ja. Ich habe euch eh alle gesehen. Da, irgendein Restaurant oder sowas. Okay, aber das nehmen wir uns jetzt nicht vor. Au weh, Kakteen, meine absoluten Hassbilder. Ich meine, die sind schön anzuschauen. Also in dem Spiel zumindest mag ich es überhaupt nicht. Schau, ein Händel. Ach Gott, jetzt sind wir übers Händel gefahren. Ist das die Möglichkeit? Wahahaha. Okay, passt. Wissen wir das auch. ...16:30 Uhr. Wir sind trotzdem fleißig. Gehen kurz runter. Wir tanken wieder nach.
kein Benzin mehr drin. Na, macht nichts, wir haben ja genug jetzt im Tank. Also rein theoretisch wäre es da drinnen wahrscheinlich auch recht leibend für die Hordennacht. So in der Mitte irgendwas raufbauen, einen Weg da zumachen alles, dass die Zombies nur in ein Loch fliegen und links und rechts verteidigen, also von unten dann verteidigen. Oder überhaupt von oben verteidigen. Ja, witzige Sache kannst du machen. Machen wir vielleicht auch noch. Wie gesagt, wenn ein Update rauskommt, dann wird's wahrscheinlich nichts, weil dann fangen wir ganz neu an. Ja, die haben halt gemeint, dass das für die neue Generation nicht, also für die Konsolen, für die neue Generation Konsolen nicht wirklich geplant war. Deswegen ist es so ein Debakel geworden und möglich kann es auch sein, was der Schaß eben dabei ist, wo ich die ganze Zeit schon um einen heißen Brei herumrede, dass das nur für die PlayStation Pro möglich ist dann. Also jeder, der eine alte PlayStation hat, muss sich mit der Version möglicherweise zufrieden geben. Wir haben den Schrottplatz gefunden. Sehr gut. Aber wisst ihr, was ich noch nicht gesehen habe bis jetzt? Militärische Station. Aber die sollten da in der Wüste eigentlich viel mehr sein, was ich mich erinnern kann. Ich habe halt die Koordinaten nicht gemerkt, deswegen keine Ahnung. Wird schon irgendwo sein. Der Weitblick ist ein Hammer, oder? Man sieht so weit in der Version des Spiels. Es ist so schön. Schau, die Lichtmaschine hat unsere Batterie weiter aufgeladen. Von 22 auf 28%. 28. 28. Potent. Den fahre ich doch glatt über die Birne, dem Sack. So, nein, wir müssen, ich kann nicht anders. Wir müssen da den Weg auch aufdecken. Entschuldigung, ich hab dich gesehen. Aber ich habe mir gedacht, ich muss da über den Kopf fahren. Wartet einmal, wenn da unten jetzt tiefer Graben ist, dann sind wir da, wo ich meine, dass die Burg ist. Eben, ne? Jawohl. Nein, da ist Wasser drin. Aha. Was haben wir da? Ein Einfamilienhaus. Sie schafften es nicht mehr. Sie starben. Als sie verzweifelt versuchten, den Zombies die Stirn zu bieten, ging ihnen die Munition aus. Und die da hinten haben es halt dann nicht mehr geschafft. Eine Schweigeminute auf dem Moped. So, das war eine Spielschweigeminute. Überall rennen sie herum, diese ekligen, stinkenden, zerfetzten, abgefuckten, fauligen, komisch klingenden und riechenden, faschistischen Zombie-Nazis, Nazi-Zombies. Da, schau, schon wieder. Da. Der muss eigentlich aufs Klo. Willst du was trinken, mein Freund? Oder möchtest du mein Blei kosten? Und hat es dir geschmeckt? Es hat ihm geschmeckt. Er hat es sehr gut gefunden. Da, kriechender Freund, was ist mit dir? Jetzt red Deutsch mit mir, was ist denn los? Hoppala, hoppala.
dort kaputt. Was? Wo? 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 Mami, Mami, die kriechen alle am Boden. Da kommt wer von hinten. Ich hab's im Schatten gesehen. Na, sag ich's nicht. So, jetzt reicht's. Jetzt mache ich ernst. Los! Kriechender Abschaum! Kriecht am Boden, so wie ihr es verdient habt. Das hat schon seinen Grund, warum ich der einzige Überlebende bin. Ihr seid alle Unsympathler. Wirklich. Susi. Was mache ich mit dir? Hm? I'm so not sorry. Passt. Weiter geht's. Warte, eine Kreuzung. Lasset uns auf die Karte blicken. Was sagt sie uns? Sie sagt uns. Fuhr weiter, du Trottel. Ah, schau, wenn wir da wieder geradeaus, dann sind wir eigentlich jetzt eine große Runde. Da unten fängt dann wieder die Strahlungszone an. Das heißt, das ist ein bisschen verfrüht, oder? Geht die so tief rein? Da schauen wir rein. Das ist doch das Urstück, oder? Tja. So. Was mein Moped? Mach mal Moped, wir fahren da rüber. Und wieder in die schöne Wüste. Aha, was ist das? Pumpen Pills. Alter, bist du deppert, da geht's ab. Ihr habt kein Recht, dieses Grundstück zu betreten. Ihr Säcke, scheiß Kommens, alle, jetzt haben sie mich registriert. Irgendwer hat mich verraten. Irgendein Zombie hat mich verraten. Hast du mich verraten? Ach, ist das scheiße. Handgranate wäre jetzt ein Hammer, ha? What the fuck? Ich habe keine Munition mehr. Ernsthaft? Alter? Was ist denn der Scheiß? Tja, ich schieß durch den durch. Ist ja unwitzig. Ich brauch eine AK-47. Achso, nein, brauche ich nicht. Ich habe eh einen Masterplan. Zack, wir tauschen das Scharfschützengewehr aus. Nehmen die Magnum. Und zeigen den Zombies, wo es hin sollten gehen. Nämlich ins Jenseits. Na, na, na endlich. Yeah.
Blöden Pinseln. Blöden Pinseln. Und Fresse halten. Du bist böse. Haha. So, was haben wir da noch? Das war's eh, gell? Passt. Fahren wir weiter. Sind da Minen gelegen, oder was? Was soll denn das? Wer legt da einfach Minen hin? Campingplatz oder sowas, schauen wir mal hin. Ach, wenn der nicht so deppert mit seinem depperten Kopf hin und her wackeln tät. Blöder Pisser, einer geht mal um den Sack, einer. Schau, schon wieder. Schießt da und durch den durch. Da durch den schießt er auch durch. Du Arschloch. Na. Na, da war doch mehr los, als ich dachte. Aha, okay. Dann fahren wir weiter. Ein kurzer Blick auf die Karte. Okay. Heiß ist uns. Ah, neue Stadt oder was? Na, ist nur Kreuzung oder so, ha? Schauen wir mal, fahren wir weiter, fahren wir weiter. Ja, da haben wir was. Burger Fries, super. Ein Drive-In also, okay. Ja, ich will nicht die Batterie leer machen, ich muss ein bisschen fahren, damit die ist jetzt wieder runter auf 13%. Weil ich das Licht die ganze Zeit brennen lasse, während ich stehe. Interessant, hügeliges Gebiet da, ha? Huh? Wow. Da kann man sich ja auch aufführen, nur das ist halt die Uhr hocken, das dauert dann so lang. Ich erleide einen Hitzeschaden im zweiten Stadion, aber ich habe einen Militärstützpunkt gefunden. Ich habe unseren nächsten Stützpunkt. Das wieder. Selbst wenn ich jetzt drauf gehe. Ja. Oh,
Wir trinken, 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 trinken. Ja, das wird unser nächster Stützpunkt, Schrägstrich Verteidigungspunkt. Was machen? Ach, scheiße, die Taste ist schon wieder hängen geblieben. Ah ja, genau, da war ja was. So, das kurz raus, das rein. So, wir müssen ein bisschen in dem Zelt bleiben. Wegen der Hitze. Ja, ich unterbreche das kurz und melde mich wieder, sobald wir wieder abgekühlt sind, ja. Auf 100 Grad runter, das passt. Ich habe uns derweil wieder Munition eingesteckt, damit wir die lästigen Zombies, die da vor der Mauer stehen, Meier machen können. Aber zuerst schauen wir uns da drinnen um. Zu diesem Zwecke nehmen wir uns die Axt, die ich nicht mit habe. War ich schwer, ich bin so vergesslich. Ist ja unglaublich. Also, Axt. 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 Scheiße, wieso habe ich die nicht eingesteckt? Ah ja, und das Loch habe ich auch wieder zugemacht, das wir geschlagen haben vorher. So, mein Bauhelm setze ich mal auf, damit ich Licht habe. Leiberl habe ich ausgezogen, so ist schneller gegangen. Okay, da haben wir dann ein bisschen was zum Looten in der nächsten Folge. Passt, 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 passt. Das werden wir alles zerstören.
durchschießen kann ich da nicht, oder? Oh ja, cool. Passt. Ist da vielleicht auch noch wer? Ja. Passt. Was ist das? Der Hase rammelt die Stufen. Hat man sowas schon gesehen? Ja, lass dich nicht stören, ne? Bas, da haben wir eine schöne Küche. Falls wir ein Herd brauchen oder was? Ja, das ist ein schön großer Lagerraum. Dazu verdammt auf ewig die Stiege zu vögeln. So, schauen wir mal rauf auf unseren Wachturm, wie die Aussicht ist von da oben. Da liegt wer? Was hat der? Ah, Munition, okay. Ah, da müssen ein paar Scheinwerfer hin. Ja, voll. Aber Aussicht hat man da super. So ein Weg vielleicht von da weg so raus und über die Wand drüber, damit man da von oben dann die andere. Ja, die also das Grundgerüst ist ein Hämmer. Das Grundgerüst ist ein Hämmer, man muss halt draus was machen. In der Alpha 18 hätte ich da ja an jede Ecke mindestens so einen Schussturm, was halt irrsinnig viel Material kostet. Ich weiß. Aber da findet man lauter coole Sachen. Mechanische Teile. Einen Ausgang sollten wir uns halt bauen. Aber der sollte nicht zu offensichtlich sein. Jetzt fängt er gleich an zum Laufen. Na, was sage ich? So, ich muss da jetzt dann gleich wieder kurz unterbrechen. Mein Kind macht da den Urlärm im Zimmer. Nachschauen, was da ist. Jetzt schließt sich wie von Geisterhand die Tür. Ich glaube, sie hat mir gehört. So. Und? Und? Ist da noch wer? Nein. Da so Minen her. Boah, da könnte man sich aufführen. Das ist so gemein. Dass das alles da nicht gibt. Nur Stacheln. Boah, Stacheln. Ich meine, cool, die Zombies rennen rein. Blöd wär's, wenn es nicht einer. Ja, schau. Ich glaube, es schafft das. Schau mal, ob es schafft. Komm, streck dich an. Glitsch dich durch die kleinen Maschendrahtdinger.
Ach, fuck you. Schafft's eh nicht. Ja. Also größtenteils, glaube ich, haben wir das erreicht, was ich erreichen wollte, nämlich die Karte mehr aufdecken. Da fängt die Strahlungszone an. Warum ist die da so weit? Wir schauen das nächste Mal daher. Weil das müsste alles da Strahlungszone sein. Und da ist aber nur so kurz, ne? Und da oben bei der Ecke ist auch nicht. Naja, oh ja. Oh ja, ist auch ziemlich. Ja, das ist, was die Ecke ist wahrscheinlich. Wir schauen trotzdem hin. Es kann ja sein, dass da trotzdem was zum Finden ist oder so. Da, die ganze Zone da. Heute aber nicht mehr, weil da ist die Strahlungszone wieder weiter unten. Ne? Oder sie fängt gleich da an, das kann auch sein. Brauche ich eigentlich nur in die Richtung schauen, gell? Naja, kann schon sein, ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Na, was auf jeden Fall braucht die Basis, ist Licht. Schaut ja gut duster aus zurzeit. Aber da werden wir uns als nächster niederlassen. Vielleicht kann ich am Wochenende wieder was bauen schon, vorbauen, damit wir da schon ein bisschen was haben. Ja, auf jeden Fall Licht ist wichtig und Stacheln rundherum und Minen rundherum. Und einen Eingang muss ich hinbauen. Der darf aber nicht so offensichtlich sein. Und wir haben unser drittes Moped. Also eigentlich haben wir eh ein bisschen was gemacht. Ja, Nacht ist. Die werde ich euch rausschneiden. Aber nicht mehr heute. Denn das war's größtenteils heute schon wieder mit der Folge. Nächste Hordennacht werden wir hier verbringen. Das heißt die 63. Nacht. Das heißt, wir haben 6 Tage noch zum Bauen. Da wird sich schon was ausgehen. Und dann machen wir halt da die Zombies Meier. Ist der Mond nicht wunderschön? Und die Sterne. Mit diesem schönen Mond verabschiede ich mich für heute. Und das war's eigentlich schon wieder. Nun, alles Liebe, alles Schöne. Euer Peacemaker.